Wie können wir leichter auf andere Menschen zugehen, vor allem wenn wir nicht so selbstbewusst sind? In diesem Video stelle ich dir 6 Gedanken dafür vor. Im Mittelpunkt steht eine Entscheidung, die du für dich treffen kannst und die dann zwischenmenschliche Situationen sehr viel einfacher macht. Selbstzweifel und Angst vor Ablehnung. Das sind sicher die größten Hürden bei der Kontaktaufnahme. Sich davon zu lösen, ist ein langer Prozess. Deshalb sollten wir nicht auf Tag X warten, an dem wir uns plötzlich mutig fühlen und an dem wir schon beinahe automatisch auf andere zugehen. Wenn wir öfter über unseren Schatten springen und auf andere zugehen, obwohl wir ein Kribbeln im Bauch verspüren, dann unterstützen wir diesen Prozess, uns von Selbstzweifeln und Ängsten zu lösen. Denn wenn wir neue Erfahrungen machen, merken wir auch, dass viele der Hürden nur in unserem Kopf sind. Es gibt übrigens nur wenige, die es mögen, auf fremde Menschen zuzugehen und die sich dabei auch locker fühlen. Selbst wenn sie auf dich locker wirken, kann sein, dass sie sich mindestens genauso unwohl fühlen wie du. Deshalb warte nicht darauf, dass du angesprochen wirst. Viele Menschen sind dankbar dafür, wenn jemand anderes den ersten Schritt macht. Vereinbare also mit dir selbst, dass du auf andere Menschen zugehen wirst, obwohl du aufgeregt bist. Wenn du diese Entscheidung triffst, am besten schon im Vorfeld, dann hast du den wichtigsten Schritt getan. Sorge dafür, dass nicht deine Aufregung darüber entscheidet, ob du auf andere zugehst oder ob du dich in einer Gruppe zu Wort meldest. Du entscheidest einfach, es auf jeden Fall zu tun. Denke nicht zu lange über die ersten Worte nach. Sie sind nicht so wichtig, wie man glaubt. Sie haben nur die Funktion, eine Brücke zwischen dir und der anderen Person aufzubauen. Entscheidender ist dann, wie sich das Gespräch entwickelt. Du kannst im Vorfeld aber erste Sätze mal üben, vor allem wenn es sich um eine berufliche Veranstaltung handelt, zum Beispiel dich vorzustellen. Aus welchem Bereich kommst du? Was ist dein beruflicher Hintergrund? Und warum bist du heute hier? Apropos Übung. Im Alltag gibt es ganz viele Momente, in denen wir mal auf andere Menschen zugehen können, ohne dabei viel zu riskieren. Wir können zum Beispiel jemanden nach dem Weg fragen oder nach der Uhrzeit. Wir können einem anderen Menschen die Tür aufhalten oder den Platz anbieten. Im Restaurant können wir fragen, was dieses eine leckere Gewürz war oder wie lange es dieses Restaurant schon gibt. Oder auch, welche Sehenswürdigkeiten es hier in der Nähe gibt. Und beim Einkaufen können wir uns über ein Produkt erkundigen und im Zug, wo es hingeht. Spüre dabei die Aufregung, die bei dem Gedanken, jemanden anzusprechen, direkt aufkommt, und dann tu es trotzdem. Oft können dadurch sehr schöne Begegnungen entstehen. Achte dabei nicht auf dich, sondern auf das Gegenüber. Unsere Unsicherheit wird verstärkt, wenn wir uns beim Gespräch die ganze Zeit selbst beobachten. Wie stehe ich da? Wirkt mein Lächeln verkrampft? Habe ich gerade was Dummes gesagt? Wenn wir auf uns selbst achten, dann können wir uns nicht mehr auf die andere Person und auf das, worum es geht, konzentrieren. Ein kleiner Versprecher wirkt dann riesig und macht uns nervös. Dabei ist es der anderen Person möglicherweise gar nicht aufgefallen. Und lass dich von Rückschlägen nicht verunsichern. Vielleicht sprichst du jemanden an, der es eilig hat, der schlechte Laune hat oder der noch unsicherer ist als du und die Situation fühlt sich irgendwie doof an. Denk nicht zu lange darüber nach und beziehe das vor allem nicht alles auf dich. Schon mit der nächsten Person kann sich das alles ganz anders anfühlen. Und vielleicht entsteht daraus ja ein guter beruflicher Kontakt oder du lernst jemanden kennen, mit dem eine Freundschaft oder Beziehung entsteht. Oder vielleicht war es einfach nur eine schöne zwischenmenschliche Begegnung. Viel Freude beim Springen über deinen eigenen Schatten. Du hast Lust auf neue Themen jede Woche? Dann abonniere doch einfach hier diesen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du kein neues Video. Über einen Daumen nach oben von dir würden wir uns sehr freuen. Und wenn du Fragen hast, dann lass uns doch einfach einen Kommentar da. Auch Themenvorschläge wären klasse. Und hier gibt es noch ein paar interessante Videos für dich. Bis nächste Woche, euer René.